Ja, am Ende 1:1 gegen, glaube ich, eine starke Kieler Mannschaft. Zufrieden mit dem Punkt? Ja, in unserer jetzigen Situation ist natürlich ein Punkt nicht optimal, aber du hast gerade gesagt, wir haben wirklich gegen eine gute Mannschaft gespielt, die von den individuellen Spielen, die sie da haben, auf jeden Fall zu den Aufstiegskandidaten gehört oder zu den Mannschaften, die da oben Wörtchen mitreden. Und ja, die erste halbe Stunde waren wir zu behäbig, zu pomadig, das war nicht gut. Fand ich dann, die letzte Viertelstunde haben wir dann besser ins Spiel gefunden. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, was da jetzt genau der Schlüssel war, warum wir ein bisschen aktiver waren. Hatten dann die Chance durch den Elfmeter, dann nochmal einen Kopfball von Basti kurz vor der Halbzeit. Ja, da hätten wir dann das 1-1 machen können oder müssen. Und kommen dann ganz gut aus der Halbzeit, sind dann aggressiver, haben besser vorgeschoben, mehr Druck gemacht. Und dann war das Spiel offener. Ob jetzt die beste Mannschaft war oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber wir waren aktiver, wir waren im Spiel drin. Und es hätte in beide Richtungen gehen können. Und können wir mit dem Punkt leben, müssen aber jetzt gucken, dass wir auswärts auch mal einen Fuß in die Tür kriegen. Ja, wir sind sehr schlecht reingekommen. Wir haben, glaube ich, die ersten 10, 15 Minuten schon 3 oder 4 Chancen des Gegners zugelassen und können da ja schon in Rückstand gehen. Und dann haben wir leider den Rückstand bekommen, haben dann schon kurz vor der Halbzeit eine Phase gehabt, wo wir ganz gut gespielt haben, wo wir dann letztlich auch den Elfmeter rausholen, wo wir noch eine Kopfballchance haben, wo wir auch unsere Situation haben. Und das sind wir nicht belohnt worden, aber wir haben dann in der zweiten Halbzeit, denke ich, schon dominieren können durch unsere Einstellung, durch Kampf und auch durch etwas mutigeres Offensivspiel. Wir sind Gott sei Dank mit einem Treffer und einem Punkt belohnt worden, auch wenn unser Ziel heute ganz klar 3 Punkte waren. Ja, genau so. Also erste Halbzeit haben wir uns wenig getraut, haben uns immer wieder zurückfallen lassen, was wir dann die zweite Halbzeit viel besser gemacht haben. Und ich denke auch, dass der Punkt verdient ist. Ja, Tobi Waschewski, Startelfdebüt in der dritten Liga. Wie war es für dich? Ja, für mich war ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Bei meinem ersten Drittligaspiel hat mir Spaß gemacht. Und mit dem Punkt können wir, glaube ich, zufrieden sein. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Was war so, sag ich mal, der Knackpunkt nach der Halbzeit, als ihr auf einmal richtig drin wart und den Kampf angenommen habt? Ja, also wir haben in der zweiten Halbzeit halt mehr Druck gemacht und ich glaube, das hat besser gepasst. Die kamen halt nicht mehr so leicht raus und konnten sich so leicht drehen und ich fand, das war der Knackpunkt, dass wir dann auch mehr Offensivaktionen hatten und viele Bälle gewonnen haben. Hand aufs Herz, wie sehr ging dir die Düse beim Elfmeter, nachdem Mauri schon einen verschossen hat? Gar nicht. Ich habe mit Amo gesprochen, er hat gesagt, ich soll ihn schießen. Alles gut, ich übernehme die Verantwortung. Habe auch gemerkt, die Jungs sind eigentlich alle zu mir und haben gesagt, hau ihn rein und dann gehst du dann schon mit ein bisschen breiterer Brust hin und ich bin froh, dass ich ihn reingemacht habe. Es ist für uns wichtig, es geht nicht um mich, sondern ich bin froh, dass wir dann dadurch den Ausgleich gemacht haben. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück wäre noch mehr drin gewesen. Aber mit dem Punkt können wir leben. Die Situation ist natürlich immer noch prekär, aber wir kämpfen uns da raus und davon bin ich voll überzeugt. Nächstes Wochenende geht es nach Köln. Was wird das für ein Spiel? Ja, in Köln ist es immer sehr, sehr unangenehm. Ja, eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, die auch lange zusammenspielt, was auch ein großes Plus für eine Mannschaft ist, die sehr, sehr giftig spielen kann, eklig spielen kann. Haben jetzt, glaube ich, auch nicht so den Megalauf. Haben jetzt heute aber in Lotte gewonnen, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ja, es wird auf jeden Fall ein offenes Spiel. Wir wissen, was wir können. Wir haben halt gegen Kiel, glaube ich, jetzt in der zweiten Halbzeit ganz gut gespielt und gehen da jetzt mit breiter Brust hin und wollen da unbedingt gewinnen. Und ja, müssen das halt über 90 Minuten zeigen, nicht nur über 60 oder 55.